So, Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Und ich habe mir den Steffen eingeladen. Hi! Und zwar ist ja das Problem, dass mir ein bisschen was abhanden gekommen ist an meinem Equipment und ich dementsprechend auch unter anderem ein paar Gameplays verloren habe, die leider Gottes abhanden gekommen sind. Und die holen wir jetzt mal nach, also nicht die Gameplays selber, sondern tatsächlich das wir spielen. Ihr seht uns hier gerade live. Wir machen mal Live-Gameplay. Dementsprechend, wenn irgendwann zu still wird, schreit uns bitte an. Wir hören es nicht mehr, aber wir versuchen im Flow zu bleiben und zu kommunizieren. Wir spielen heute Mono-Black-Helm-Kombo gegen Oz of Vile. Oz of Vile. Ich weigere mich, das Devon Texas zu nennen. Gut, kann ich sehr gut nachvollziehen als ehemaliger starker Devon Texas-Spieler. Du hast ein Attraction Deck. Ich habe ein Attraction Deck dabei. Würde ich das gerne abheben? Ja, das darfst du abheben. Das Mischen haben wir, glaube ich, nicht mit aufgenommen. Nee, es wurde gemischt. Attraction sind großartig. Es ist wie ein Yu-Gi-Oh! Ein Extra Deck. Das ist so dumm, aber ich bin sehr gespannt. Ja, natürlich rollt eine 11. Wir hatten vorher aber gesagt, niedrig, deswegen ist es nicht so schwer. Scheiße. Man kann es ja mal probieren. Ich schätze mal, du möchtest beginnen. Ich möchte beginnen. Hier gibt es sowas wie, es nennt sich Handy. Ja, ich habe nämlich nichts zum Aufschreiben mitgenommen. Das ist gar nicht so schlimm. Aufzeichnen bringt uns auch gar nicht so viel. Bringt uns viel, viel mehr, wenn wir tatsächlich die Companion-App nicht sponsored bei Wizard of the Coast. Sponsored, nicht sponsored. Genau. Hashtag. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 würde ich gerne anfangen. Ja, das habe ich befürchtet. Dann gucken wir doch mal, was wir so haben. Das sind Karten. Das sind Magic-Karten, ja. Das ist tatsächlich wahr. Oh Gott. Rechnen ist nicht meine Stärke. Dann lass es. Nee. Schade. Boah, ich glaube, ich halte das mal. Ich würde das auch halten, tatsächlich. Da müssen wir unsere Saga spielen. Mhm. Die kommt mit einem Token rein. Einer Marke. Einer Marke. Okay. Draw. Yes. Swamp. Thoughtseize. Thoughtseize. Habe ich einen Urborg, habe ich einen Doughty Voidwalker, einen Doughty Voidwalker, einen Darkrit, einen Ancient Doom und einen Helm of Obedience. Jetzt kurze Frage an die Regie. Sind die Karten zu sehr am Glitzern? Kann man die Karten erkennen? Das ist eine gute Frage an die Regie. Sieht gut aus. Sieht gut aus, sagt die Regie. Ja. Dementsprechend. Der Helm geht. Der Helm geht. Alles klar. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann seien Sie mal dran. Dann tappe ich, ziehe ich eine Karte. Wo habe ich da Bock drauf? Die geht auf 2. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann hab doch mal Bock. Urborg. Urborg, ja. Das sind zwei schwarze. Dark Red. Chiodred. Mhm. Go. End of turn. Oh no, Solitude. Dann kriege ich 4 Leben. Ja. Dann war das gar nicht so spannend, wie ich gedacht habe. Dann ziehe ich meine Karte. Yes. Dann wasten wir doch mal deine Ursachsage. Oh no. Das ist erstaunlich okay. Dann sagen wir mal. Dann tappe ich. Ziehe ich eine Karte. Jo. Engine Doom ist für 2 schwarze, spiele ich einen Doughty. Klar. Dann du. Draw. Yes. Deadbeat Attendant. Ja, was macht denn der Deadbeat Attendant? Wenn der ins Spiel kommt, darf ich eine Attraction öffnen. Ja. Das heißt, ich ziehe jetzt die oberste. Was sind denn Attractions? Attractions sind Artefakte, die aus dem Attraction Deck kommen. Das heißt, ich decke jetzt die oberste Attraction-Karte auf von meinem Attraction Deck und die kommt ins Spiel. Und was? Ja, mach mal. Wir haben Storybook Ride. Am Anfang meines Zuges muss ich jetzt einen Würfel würfeln. Und bei 2, 5 oder 6 triggert diese Attraction. Man würfelt einen Würfel für alle Attractions und triggert dann alle, die von dieser Zahl getriggert werden. Bei der Storybook Ride ist es so, ich würde die obersten X-Karten meiner Bibliothek exilen für jede Attraction, die ich diesen Zug gewisitet habe. Und dann darf ich die bis zum Ende des Zuges spielen. Und am Ende der nächsten Endstep kämen die unten drunter in Random Order. Krass. Da ist die Storybook Ride. Ja. Seien Sie mal dran. Dann habe ich, ziehe ich eine Karte. Spiel ich mal einen Sumpf. Hau dich mal für 3. Da der Shadow hat, kannst du den nicht blocken. Das ist absolut korrekt. Da bist du dran. So, jetzt wird's lustig. Eckliche Attractions. Wollen wir mal. Und 4. Nee, 4 ist nicht die Storybook Ride. Dann Draw for Turn. Yes.
Hallo? Wer kann, der kann. Ja, das ist eine Karte aus irgendwas. Infinity. Infinity, glaube ich. Und Infinity war früher ein Spaßset. Scrubland? Heute sind da echte Karten drin. Seien Sie doch mal dran. Dann würde ich ganz gerne für 3 Mana ein Opposition Agent spielen. Ja, das kannst du machen. Dann tappe ich. Das kannst du auch machen. Ziehe ich eine Karte. Das kannst du auch machen. Und würde Combat gehen. Ja. Um mit beiden zu hauen. Orkish Bowmaster. Da kommt ein Orkish Bowmaster. Das ist okay für mich. Durch den Trigger kriege ich einen lustigen Orc Army Token. Wir schießen einen Schaden auf den Opposition Agent. Ja. Ich überlege noch, wen ich reinhalten möchte. Wahrscheinlich die Orc Army. Ja, wir hatten die Orc Army rein. Dann sterben die. Den kann ich leider immer noch nicht blocken. Genau. Dann würde ich für die, würde 2 Leben verlieren, noch eine Leyline auf dem Board spielen. Dann du. Dann würfeln wir doch mal. Ja. Eine 3, Trigger. Das ist auch schlecht. Nee, ist auch kein Trigger. 1 und 2 Trigger. Gutes Magic-Spiel. Gutes Magic-Spiel. Einfach mal ein bisschen mit dem Würfel würfeln und gucken, was da rumkommt. Genau. Das ist dieser Skill-Base. No Luck, richtig? Ja, ja. Das ist absolut korrekt. Sehe ich nicht. Okay. Okay, krass. 4. Shelly. Palace Jailer. Spannend. Palace Jailer. Dann geht der raus. Ja, ich werde Monarch. Genau. Ich habe keinen Monarch-Token. Weil ich den in der Kiste beim. Ich bin am Umziehen. Ich hätte ihn suchen müssen, nicht gefunden. Ja, Ausreden. Ja, exakt. Dann haben wir dich für 2. 20. Yes! Dann End of Turn, habe ich einen Trigger vom Monarch. Ja, ziehe ich meine Karte. Dann gehe ich meinen Zug, ziehe eine Karte. Ja. Dann go. Ich einen Trigger. Ja. Roll ich mal. Eine 2, es passiert etwas. Ich darf jetzt die oberste Karte der Bibliothek exilen, weil ich genau eine Attraction visite. Ja. Ich darf mir die angucken. Wird die Face Down exiled? Exile Top X Cards of the Library. Ne, steht da nicht. Das heißt also offen. Ja. Dann exile ich eine Vial. Oh, die ist gut. Und die kann ich jetzt bis zum Ende meines Zuges spielen. Dann ziehe ich meine Karte. Ja. Broken. Findest du. Dann spielen wir die Vial. Okay. Bild für 4. Mach das, mach das nicht. Ich mach das. Ja, krieg 4. Okay. Dann End of Turn. Trigger und Stack. Ja. Bowmaster. Da würde ich dann, glaube ich, drauf reagieren. Also erstmal hast du den Trigger vom Bowmaster. Dann schieße ich da einen Bowmaster und lege ihn 1 tot. Ja. Dann, bevor das resolved mit dem Draw Card. Nichts Legendäres. Bowmaster. Schießen wir deinen Bowmaster. Mehr Bowmaster. Magic! Du hast deinen Rock Army Token geklaut. Hast du einen zweiten? Nee. Das ist ja doof. Hast du einen zweiten? Ja, hier dieses Ding. Ah, okay. Dankeschön. Ja, dann ziehe ich eine Karte. Ja. Dann sei mal dran. Das ist eine tolle Karte. Zieh ich eine Karte. Oh, das ist lustig. Wie findest du? Spiel ich mal für das Ill-Gotten Gains. Also die sind alle im Exile wegen der Leyline, also zumindest ja, nicht alles. Ne, Sorcies nicht, die Solitude nicht, genau. Das Waste auch nicht, nur die. Genau, dann diskarden wir unsere Hand und nehmen 3 Karten aus dem Friedhof auf die Hand. Das ist okay für mich. Ich nehme mal den Helm of Obedience. Ich nehme die 3, die ich habe. Dark Red und den Bowmaster, denke ich. Mhm. Dann
fertig. Okay. Ist nicht so effektiv, wenn die Layla nicht Turn 1 liegt. Dann habe ich zwei Trigger jetzt. Die Vial geht auf 1. Ich klaue dir jetzt mal gerade Würfel, damit man die besser sieht. Ja, und tausch den hier gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir wieder die Storybook Ride, die triggert. Mit einer 3. Nee, leider nicht. Traurige Welt. Dann Draw for Turn. Yes. Spannend. Sag doch sowas nicht. Doch, das finde ich schon spannend. Als erstes Wasteland wird ja mal die Ancient Tomb. Okay. Dann Sotsis. Helm. Okay. So, du hast noch einen Ork, aber du hast keinen Mana, um den zu casten. Aber hier habe ich noch einen 1-1 Ork. Ja, das ist ja okay, da kann ich mitleben. Krieg 4. Wie für 4, dann zweite Main. Ja. Du, kommt bleib da. Das ist beides im Exile, ja. Entschuldigung. Dann bietet hin. Ja, mehr davon. Eine neue Attraction. Und wir kriegen Information Booth. Die hat einfach auf 4 und 6, ich darf eine Karte ziehen. Oh, stark. Das heißt, du hast jetzt 2, 5, 2, 4, 5 und bei 6 triggern die ja alle. Ja, alle Dragons haben ja bei 6 einen Trigger. Ja. Dann End of Turn triggert Monarch. Ja. Ziehe ich eine Karte. Ja. Dann sei mal dran. Dann spiele ich Norgish Baumeister. Ja. Verstehe ich. Nee, tue ich nicht. Das ist ja dumm. Okay, verstehe ich nicht. Ich greife an. Ach nee, dann spielst du den. Ja, dann mach das. Ja? Ja, ich blocke nicht. Ja, cool. Dann kriege ich Monarch und kriege den dort. Ja, das ist okay. Und dann bist du dran. Okay. Ja, dann ist ja easy. Würfel mal und zieh eine Karte. Dann, würfel ich mal für die, also erstmal geht die auf 2. Dann muss ich überlegen. Achso, okay. Die geht auf 2. Ja, ja. Weil dann muss ich ja überlegen, was ich mache. Dann würde ich ganz gerne einen Bowmaster spielen und den Bowmaster schießen. Ich habe am Ende des Zuges keine Karte gezogen. Das ist natürlich traurig. Wie hart tangiert mich denn jetzt dieser Bowmaster? Ja, ist erstmal okay. Du schießt den ab. Geht jetzt Exile. Ja. Dann darfst du würfeln. Dann würfel ich mal. Eine 4. Ja. Trigger auf den Stake. Nee. Ist das kein Trigger? Nein. Also ich kann da nicht mit drauf reagieren. Genau. Also das war mir nicht bewusst. Genau. Aber dann, ja, dann schieß. Zumindest soweit ich das weiß, weil okay. der Würfelwurf ist der das, was du machst. Das sind ja die Sachen. Das ist quasi Teil der Kosten. Genau, ist die Frage, ob das ein Trigger ist. Ich gucke es nach. Nee, ist in Ordnung. Nee, man kann ja schneiden. Sekunde. Kann ja Attraction schneiden. Sind ja großartig, tatsächlich. Visit Ability ist triggert. Dadurch, dass sie triggert ist, es ist eine Triggered Ability, auf die du reagieren kannst. Okay, dann ja, müssen, ja. Boah, ist mir das jetzt egal? Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Nee, es ist mir nicht egal. Doch, ist mir egal. Ja, triggert. Cool, dann ziehst du eine Karte. Worauf schießt du denn? Erst musst du eine Karte ziehen. Achso, dann zieh ich eine Karte. Piep. Dann schieße ich dir den Deadbeat Attendant weg. Okay. Dann gehe ich in meinen Zug. Ja. Fetch. Ja, Schock. Nee. So weit kommt's nicht. Ja, komm. Damit, also, was ihr verstehen müsst zu Hause ist, es gibt nur eine Möglichkeit, mit weißen Karten im Deck zu gewinnen, indem man, immer wenn man ein weißes fetchen möchte, die Community-Ebene fetcht. Die habe ich aus der Community geschenkt bekommen, deswegen ist das die einzige Karte, die, glaube ich, in voll in dem Deck ist. Hast du zum Geburtstag geschenkt bekommen, ne? Also nicht, bevor ihr jetzt denkt, was sind das denn für Deppen? Nicht die Ebene, sondern ein Booster von Aufmarsch, in dem zufällig eine Foil-Ebene drin war. So.
Frische doch mal bitte mein Gedächtnis auf. Ja. Shadow kann nur, kann auch nichts blocken außer Shadow, richtig? Korrekt. Sehr gut. Zwei, drei. Okay. Ork. Okay. Zwei, drei. Ja, drei. Eins, zwei, drei. Ich hab sieben Leben. Trigger. Ja. Monarch. Monarch wieder. Hätte ich meine Karte gezogen. Ja, wäre gut gewesen. Das wäre bestimmt voll gut gewesen. Dann, end of turn. Ja. Trigger, zieh ich eine Karte. Ja. Ich dann? Ja. Enter bin ich, zieh ich eine Karte. Ja. Dann. Die Frage ist, was habe ich davon gedauert hier, Tom? Nichts. Glaube ich. Könnte ich gedortet haben? Nee. Warum? Du musst, beide sind Placement-Effekte. Ja, und ich habe heute das Regel in, dazu nochmal gehört, tatsächlich. In, es ist so, dass derjenige, dessen Karte exiled wird, dann den Effekt aussucht. Und dann würdest du immer die Leyline nehmen, anstatt den Dorty. Spannend. Deswegen bin ich nur Level 2 Judge und habe keine Ahnung von mir. Und ich kein Judge, aber ich habe es heute Morgen im Podcast gehört, lustigerweise, von Eternal Glory. Dann habe ich für 3. Ja, das tut weh, dann bist du Monarch. Dann werde ich Monarch, zieh eine Karte. Ja. Spannend. Mach mal. Bin ich tot? Ich müsste nur eine Karte ziehen. Eine Karte und hier eine von. Alter, 4 auf 3, dann 6. Rollen wir mal. Ja. 5. 5 Trigger. Ja, darf ich exilen. Eine. Leider nur eine, weil ich nur die Visitor, auch wenn ich die habe, aber wenn ich nicht eine viel, ne? Bla bla bla. Blu bla bla. So, dann exilen wir ein Wasteland. Das ist ja gut. Das ist ja ein Traum. Dann ziehe ich meine Karte für den Zug. Ah ja, das ist ja eine interessante Karte. Dann wastelanden wir dir das Urwerk weg. Das ist okay für mich. Überraschend okay. Warte, darf ich die playen oder nur casten? Play. Okay, dann ist das in Ordnung. So, machen wir lustige Dinge? Klar. Dann machen wir lustige Dinge. Ich bin bei 8. Ja, komm, ist egal. Wir sind hier, um Spaß zu haben. 4? 4, ja. Shieldred. Oh, 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 der ist gut. Canoptex Karabinenschwarm. Oh, der ist gut. Der exiliert meinen Friedhof. Der ist fliegend 1-1 und hat Fresskiefer. Wenn der ins Spiel kommt, schicke ich den Friedhof eines Spielers meiner Wahl ins Exil. Ich habe keinen, also nehme ich mal deinen. Ja. Und für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Artefakt- oder Länderkarte kriege ich einen 1-1 farblosen Insekten-Artefakt-Kreaturen-Spielstern mit Flugfähigkeit. Das sind 4. Naja, immerhin. 1, 2, 3, 4. Das ist strong. Das ist leider wirklich strong. Naja. Jetzt bräuchte ich einen Seuchenzüchter, wie er in Deutsch heißt. Wäre eine gute Karte. Wie ist denn das mit diesen Deadbeat Attendants, so englische Karten zu spielen? Also, ihr müsst verstehen, der Steppen, der spielt eigentlich nur deutsche Karten. Schwierig. Aber, sehr schwierig tatsächlich. Komm mit. Treffe ich damit und nervst das. Ja. Warte mal. Der ist untapped, ne? Ja. Das ist ja widerlicher Schmutz. Ja, wieso? Ich wusste ja mein Deadbeat Attendant einfach so. Weil dann bekämpfst du 2 Damage. Oder meine Orc Army. Ein paar das Fergamas ist das auch komplett egal. Wenn du tradest, ist das fein. Dementsprechend trade ich mit 5, gehe ich auf 2, gehe ich auf 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weit drüber. Dann blocke ich die Deadbeat Attendant. Dann überlebt dein Ork. Nein. Der Deadbeat Attendant ist 1. Der ist minus 1, minus 1. Ja, aber war der nicht auf 3-3? 2-2. Meinst du jetzt? Der müsste schon 3-3 sein wegen der Karte, die ich Ah ne, ich habe darauf ja reagiert. Ich richtig, du hast darauf reagiert. Okay, cool, cool. Oder cool. Blocke ich? Doch, ich muss blocken. Ich ja, dann gehst du 5. Ja. 2. Ja. Dann seien Sie mal dran. Wenn du jetzt einen Helm und irgendwie 118 Mana machst, kotze ich. Nee, Helm wäre cool, aber Helm habe ich nicht. Discard for the Win, Kids. Ja, ist echt gut. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das rettet. Es könnte sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den schieße ich ab. Es könnte tatsächlich funktionieren. Darkrid! Mhm. 3 schwarze Mana. Mhm. Darkrid! Mhm. 5 schwarze Mana. Für 2 dieser schwarzen Mana
Orkisch Bowmaster. Ja. Der Bowmaster shootet auf den. Ah, die sterben dann beide. Nö, dann ist rum. Ich wollte gerade sagen, deine Orks sterben ja jetzt. Meine Orks sterben durch deinen Seuchenzüchter. Ja, let's go. Schuhe. 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 Noch ein Mann im Pool. Ja. Dann hat er gewonnen. Wow. Das ist halt kein blaues. Wow. Kein blau im Deck. So funktioniert das normalerweise nicht. Das ist gelogen. Für die Leute, denen das jetzt gerade eben zu schnell ging. Ich habe mit der Karte Helm of Obedience eine Karte, ein Artefakt, das sagt, für X Mana kann ich das tappen. Ich nehme nur mal da so hin. Genau. Habe ich die, den Effekt, dass du so viele Karten von deinem Deck in deinen Friedhof legst, bis du entweder eine Karte in deinen Friedhof gelegt hast, oder X Karten halt, in dem Fall für einen Mana eine Karte, oder bis du eine Kreatur willst. So. Jetzt hatte ich aber eine Karte draußen, die gleichzeitig besagt, jede Karte, die dein Friedhof gehen würde, geht stattdessen ins Exil. Das bedeutet, es kommt nie dazu, dass du eine Karte in den Friedhof gelegt hast, weil du sie immer wieder nicht in den Friedhof legst, sondern ins Exil, also woanders hin. Und dann fragt die Karte, hast du eine Karte in den Friedhof gelegt? Nein, habe ich nicht. Das Spiel, nein, hat er nicht. Also die nächste Karte. Genau, und somit musste er sein komplettes Deck in den Friedhof werfen. Im Gegensatz zu zum Beispiel der Painter-Kombo, schützt einen da auch kein Emrakul. Das ist korrekt. Ich mag alles hieran. Ich probiere das. Ich hasse alles hieran. Dann zeig mal. Fetch. Schock. Nee. Warum nicht? Fetch, Schock, Death Shadow. So, jetzt seht ihr schon wieder, das ist das Problem. Man weiß jetzt nicht, spielt das Deck Wastelands. Da es monocolored ist, könnte es Wastelands spielen. Deswegen spielen wir mal einen Swamp. Einen asiatischen Swamp. Ja, jeder Sumpf in meinem Deck hat ein anderes Artwork. Ich hasse alles daran. Das ich habe es aber auch schon gemacht. Aber dann mit Whiteboarded 8 Edition und sowas. Möchtest du kann? Nee. Sonst ist. Das ist. Könnte wehtun, je nachdem, was du nimmst. Ursachsager. Ursachsager. Dark Red, Plague, Thoughtseize, Bowmaster, Chromox. Also das ist so weird und schlecht. Ja, aber es hat eine obvious Karte, die man nehmen könnte. Ja. Und die nehmen wir auch. Wir nehmen den Chromox. Alles klar. Dann seien Sie doch mal dran. Zieh meine Karte. Mr. Plan ist Ursachsager. Spiele ich World of Whispers? Dark Reds. Was wollt ihr jetzt noch von mir? Thoughtseize? Ja, siehst du, Ork, Solitude, Thoughtseize, Recruiter, Skyclave. Discard mal den Ork. Okay. Dann spiel ich mal so einen Ork. Ja. Ich will nur nicht, dass du deinen Token benutzt. Ach so, das verstehe ich. Dann hast du noch einen Damage gekriegt. Ja. Dann du! Ich lasse einfach mal offen. Brauchst du nicht. Okay, dann. Wir sind hier auf Hard Competitive Lab. Ach so, das wusste ich nicht. Sortsies. Sei mal dran. Tapp ich. Zieh eine Karte. Ja. Spiel ich eine Ursachsager? Ja. Jetzt gewinne ich mit Ursachsager-Token. Beat. Böp, böp. Dann du. Draw. War der Mann zu gierig mit nur einem Land? Ja. Aha. Da. Sei mal dran. Da. Und das live von Kamera, wo ich es nicht rausschneiden kann. Ich auf zwei. Was passiert? Dann spiele ich mal eine. Ich dachte, zwei Sortsies bringen mich weit genug. Hau dich mal mit zwei. Du hast angefangen. Ich darf da nicht mal drüber lachen, weil ich habe nur ein Land. Dann du es. Das könnte jetzt sehr schnell sehr rum sein. Sei mal dran. Dann mache ich mir einen Dude. Mhm. Tappe ich. Mhm. Ziehe ich eine Karte. Mhm. Mache ich mir einen Dude. Mhm. Weil die geht auf 3. Wird die gesackt. Mhm. Ich searche mal für einen Schattenspeer.
Das ist ein Artefakt. Dann spiele ich mal eine Sage. Hm. Dann gehe ich mal hauen für 1, 2. 1, 2, 3, 4. Also für 6. Ja. Hallo. So. Hast du mir 2 abgezogen? Ja. Ja. Land? Oh, ist das ein Land und das Spiel wäre online. Ne? Das ist echt der Hammer. Das ist ja immer so. Ein Land. Das ist ja immer so. Jetzt sehe ich gleich wahrscheinlich genau das Land, was ich nicht brauchen kann. Urborg. Combat für 1, 2, 3, 4, 5 Damage. Hab ich ein Land gelegt? Das Urborg habe ich gelegt. Dann. Ja. Warte. Ja. Für 4. Jordan. Besiege. Sack den Ork an den Token. Ja. Nee. Kann ich nicht. Der ist, dem, ist meine Leafle-Option. Der ist meine Leafle-Option. Ach, die Ursa-Saga. Interessant. Wenn ihr wisst, was er meint, schreibt es jetzt in die Kommentare. Nein, ich hab die gerade rausgeportet. Möchtest du es uns trotzdem erklären? Ich hätte jetzt gerne einen. Was ist denn ein Endcode? Und das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6 Damage. Richtig. Und da ich den nicht habe. Das ist ja bad. Habe ich noch angegriffen? Ich habe angegriffen. Ich habe den Token getötet. Du hast meinen Token getötet, ja. Und dann hast du nachgezählt, wie viel Mana du hast, hast Besiegte Mirror gespielt und hast Saga weggeworfen. Ja, das ist sad. Dann spiel ich nicht Shortcut. Das verstehe ich. Dann du. Ja, ist kein Mana. No, dann mich doch. Oh no. Schwing. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, wenn ja, könnt ihr dem Video gerne ein Like da lassen und allein den Like für den Steffen da lassen. Hat sehr viel Spaß gemacht trotzdem. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.